Viele kennen sicher das Problem, wenn man ein Freeware-Programm herunterlädt und installiert, werden oft unnütze Toolbars mit installiert. Ich habe mir jetzt mutwillig mal extra welche in meinen Firefox installiert, um euch die Wege zu zeigen, wie ihr die wieder loswerdet. Es sind nämlich nicht nur die Toolbars, die entfernt werden müssen, sondern auch zum Beispiel die manipulierte Startseite. Hier habe ich jetzt yahoo.com als Startseite. Und bei den Suchmaschinen ist jetzt hier die ICQ-Search eingetragen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Okay, also jetzt haben wir den Ist-Zustand, drei Toolbars. Jetzt hätten wir die Möglichkeit einfach über Ansicht, Symbolleisten und hier Yahoo, ICQ und Amazon abzuschalten. Dann wären sie aber nur aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn, denn die sind noch da. Deshalb gehen wir über Extras, Add-ons auf Erweiterungen hier und sehen schon, alle drei sind hier aufgelistet. Die entfernen wir einfach. Und Firefox zeigt uns schon an, beim Neustart werden die dann entfernt, also starten wir neu, nachdem wir alle drei als zum Entfernen markiert haben. So, der Neustart ist geglückt. Jetzt schauen wir mal, ob noch Toolbars zu sehen sind. Nichts mehr, sehr schön. Jetzt haben wir aber noch zwei Probleme. Immer noch ist hier Yahoo als unsere Startseite. Und bei den Suchanbietern haben wir immer noch unerwünschte Suchanbieter, wie zum Beispiel die ICQ-Search. Also dann löschen wir als erstes mal die unerwünschten Suchanbieter. Das entfernen wir einfach und bestätigen mit OK. Stellen jetzt hier zum Beispiel wieder Google ein und yahoo.com als Startseite. Und ich möchte aber wieder die ursprüngliche haben, die mit Firefox mit installiert ist. Dann gehe ich auf Extras Einstellungen und kann jetzt bei Allgemein entweder eine eigene Seite eingeben oder den Standard wiederherstellen. Und das ist eben die Mozilla Firefox Startseite. Bestätige ich mit OK. Und starte jetzt Firefox nochmal neu, um zu kontrollieren, ob unsere Änderungen noch wirksam sind. Und da startet Firefox auch schon. Und wir sehen, Google ist hier noch eingestellt. Wir haben die richtige Startseite und ICQ ist weg. Also, wir sind wieder frei von diesem Mist.